Der Countdown ist umgelaufen und ich bin noch nicht da. Moment. Start. Dann starte ich mit dem. Mach ich es einfach so. Sorry, dass es gerade nicht ging. Und jetzt setze ich mich auch auf. So, ich mache auch mal eben die Musik aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fange gerade ganz krass aus der Fall an. Jetzt ist alles richtig. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo Bomba, hallo Maibär und alle, die noch im Hintergrund sind. Ja, ich habe mir gedacht, da der Insider heute nicht streamt, vertrete ich mal ein bisschen. Das Problem ist, ja, ich wollte eigentlich schon eher anfangen, aber unser super Wuppertaler Internet hat mir mein Spiel noch nicht gegeben. Ich wollte heute South Park den zweiten Teil beginnen. Ich kann euch mal kurz bei Steam berichten. Er sagt mir jetzt, okay, gerade waren 10 Minuten, noch 11 Minuten. Aber ich wollte es nicht noch später starten. Ich lasse den Download jetzt noch ein bisschen laufen und wir machen einfach noch ein bisschen ein, zwei Runden Cuts and Glory, würde ich sagen. Und versuchen nochmal ein, zwei Level zu schaffen, ein paar Zeiten zu schlagen, ein bisschen die Community-Maps zu spielen. Und hallo Coinspacey und hallo Patrick, hoch die Hände, Wochenende, Und im Hintergrund hier, meine schöne neue Beleuchtung. Ich hoffe, ihr seht die. Die kann ich auch super mit dem Handy steuern, muss ich euch natürlich direkt mal zeigen. Da gibt es eine schöne App, da kann ich die ganzen Farben machen. Mein Lieblingsdingen ist das hier, aber das kommt im Stream nicht. Die Farben kommen leider im Stream noch nicht so gut durch. Muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Ich brauche eine bessere Kamera dafür, glaube ich. Aber es macht auf jeden Fall mega Bock, damit rumzuspielen. Jetzt, wo war ich denn drauf? Bei Christmas Lights, ne? Das ist ja mit Disco-Color. Müsste doch schön bunt sein. Ah, ist ein bisschen zu schnell, ne? Gehen wir erstmal wieder auf Christmas Lights. Ich schalte nochmal zwischendurch rum. Ich muss jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen, Leute. Wir machen ein, zwei Cuts and Glory Level. Danach gehe ich rüber. Freunde! Hallo! Danach gehe ich rüber nach South Park. Und dann grüße ich euch auch ins South Park. Hol doch mal den Spaten raus. Genau, Insider muss man wirklich eine vernünftige Leitung hinlegen. Da wäre ich auch für. Und Goku ist auch da. Sehr schön. Gut. Wir gehen erstmal in Guts and Glory rein. Ich denke mal, machen wir mal so zwei, drei Level. Und danach, gehe ich bei South Park rein. Ich bin auch komplett hier im roten Bereich. Ich hoffe, es läuft alles ruckelfrei. Wie gesagt, ich bin noch am Download dran. Insider ist noch am Kopf. Der Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns nur egal. Wir wollen weiter nicht als den Passierschein A38. Hä? Der Passierschein A38. Was soll denn das Gebrülle? Guten Morgen. Stehst du jetzt gerade auf, Goku? Hast du denn jetzt Wochenende? Oder musst du morgen nochmal ran? Du bist ja... Nee, warte mal. Als wir noch Counter-Strike gespielt haben, bist du aufgestanden, ne? So war das irgendwie. Oder wie war das? Ich habe schon wieder vergessen. Spielaufnahme. Ich muss das auch erstmal einfangen, sehe ich gerade. Song of Horror ist hier noch drin. Ach, übrigens mein erster Stream im neuen Jahr. Ich wünsche euch nochmal, obwohl wir jetzt den dritten haben, ein frohes Neues natürlich. Oh oh. Oh, ja, doch nicht. Oh. Alles gut. Ich muss das nur wieder großziehen. Ich habe, glaube ich, gerade was Komisches eingefangen. So, spielen. Ich werde jetzt auch mega hier anbeleuchtet, da das sonst viel zu dunkel wäre. Ich tue mir jetzt nicht das Fluglevel an. Das mache ich nicht. Die Nerven habe ich gerade nicht. Wir gehen nochmal in ein, zwei Community-Maps rein. Ich lade einfach mal die ersten drei runter. Ach ja, muss ich auch runterladen. Huch, könnte natürlich was dauern. Ich habe Montag erst wieder Spätschicht, also werde nächste Woche alle Streams verpassen. Och nein! Was macht der Insider eigentlich gerade? Oder ist er mit dem Spaten unterwegs? Soll ich mal draußen vor der Tür gucken, ob der da rumläuft mit dem Spaten? Vielleicht ist er da ja gerade unterwegs. Hat er jetzt schon was runtergeladen? Hier haben wir keine Zeit. Hier. Für Kreis kurz, aber hart.
Also Montag erst wieder Spätschicht. Also am Wochenende hast du jetzt aber frei, heißt das? Oder was heißt das? Ihr müsst mir auch mal sagen, ob ich das Problem noch habe mit dem Spielsound, dass sich das verzögert. Ich habe jetzt bei Google eine Lösung gefunden, dass ich da einfach einen Haken rausmachen kann, soll, dass das dann besser läuft. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh nein, direkt ein Looping, ne? Direkt zersäbelt. Okay, ich muss mich rechts halten. Ah! Ups! Ich habe auch schon überlegt, ob ich die ersten Strecken nochmal nachfahre. Weil ich sehe ja alle Tryharden jetzt so krass. Die ersten Strecken habe ich ja einfach nur versucht, irgendwie durchzukommen. Da habe ich mich überhaupt nicht bemüht, eine große, gute Zeit zu fahren. Deshalb bin ich auch manchmal eine Minute langsamer. Ich wusste, dass du es schaffst. Wochenende ist zum Glück immer frei. Achso, du hast am Wochenende immer frei. Sehr gut. Goku, wir brauchen dich nämlich gleich bei Counter-Strike. Gestern lief gar nicht gut und alles war deine Schuld. Alles war deine Schuld. Das gib es doch nicht. Was ist denn da los wieder mit dem Goku? Okay, Inside war sogar 2 Sekunden langsamer. Und der Goku, der macht einfach alle Strecken. Das ist einfach der Wahnsinn. Ach, warte mal, ich kann mal, glaube ich, im Hintergrund. So. So habe ich im Hintergrund nämlich mein South Park-Spiel. Im Blick. Dauert jetzt leider 8 Minuten noch. Ich habe jetzt den Blick völlig verloren, wo ich war. Hier. Ne? Wall Climb 2. Easy Medium. Mal gucken, ob das so easy und medium ist, wie alle sagen. Ah ja, dann nehmen wir mal wieder meinen Liebling hier. Was? Von wo wurde ich denn jetzt zersäbelt? Ich glaube, den können wir nicht nehmen. Weil irgendwie zerfetzt es ihn. Ne, der geht leider nicht. Ich weiß nicht wieso. Müssen wir jemand anderen nehmen. Ich glaube, da muss ein Auto her. Nehmen wir mal den Zylinder und die Familie Jacken. Ich weiß nicht, was mich da zerlegt. Ich sehe es nicht. Da zerlegt mich auch was. Warte mal, bin ich so blind? Ich werde auch so krass angeleuchtet. Oh nein, das ist die Map. Ich glaube, die überspringe ich erstmal. Das habe ich sowieso nicht gerafft, wie ihr die gefahren habt. Weil man hebt ja ab von der Wand, ne? Da hat der Danny auch so lange für gebraucht. Wie steuert man das denn? Das ist ja krass. Einer ging da am besten. War das die Familie Pedro? Warte mal, wir wechseln mal kurz, ob der auch so abhebt von der Wand. Vielleicht geht der ja besser. Ja gut, ich sollte vielleicht auch gerade fahren. Ich sollte nicht so schief fahren. Okay, der lässt sich gar nicht steuern, merke ich gerade. Okay, doch, der ist besser. Oh, ich habe einen verpasst. Ich hoffe, jetzt habe ich noch genug Speed. Also, ich habe wieder einen verpasst. Sehe nichts. Habe ich das schnell geschafft? Yes, 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 yes. Und hallo Bella. Auch nochmal ein frohes Neues. Es wird zwar keine gute Strecke, denke ich mal. Warte mal, das ist so hell. Ich sehe das gar nicht. Yes, Friends. Ja, keine gute Zeit, aber dafür habe ich es schnell geschafft. Nicht so. Ich weiß, ihr habt da länger für gebraucht. Was heißt denn ihr? Den Danny habe ich da nur gesehen, glaube ich. Ja, ich glaube nur den Danny. South Park dauert übrigens noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch eine Strecke fahren müssen. Wir nehmen erstmal die hier. Hast du immer? Der Insider hat scheinbar ein paar Strecken zwischendurch ausgelassen, ne? Ich dachte mal, der hätte so viel gefahren. Komm, wir machen mal die Zoe. Okay, Zoe ist sehr schnell. Aber das kriegen wir hin. Der Heiligenschein verwirrt mich so ein bisschen.
Okay. Ich habe leider ein bisschen. Bin leider ein bisschen vom Gas gegangen zwischendurch. Es ist so hell hier, ne? Ich faile gerade hart. Das muss ich mir nochmal geben. Komm, ihr versucht Strecken auch manchmal mehrere Male. Was hat mich denn jetzt verwitzt? What? Okay. Die Rampe nicht mitnehmen. Habe ich schon richtig gemacht immer. Fuck, ich wurde wieder von irgendwas mitgenommen. So, jetzt bin ich nicht auf die Bremse gegangen. Ich bin auch nicht runter vom Gas gegangen. Das müsste jetzt besser gewesen sein. Ha, jetzt habe ich euch auch mal geschlagen. Sehr schön. So, was sagt South Park? 58 Sekunden. Das heißt, wir machen noch eine Strecke. Und danach wechseln wir. War nur ein bisschen zum Warm machen. So, wo war ich denn? Hier, bei der hier. Ich habe das Bild noch was runtergezogen, aber es ändert sich nicht bei euch, ne? Buh! Goku, ist das ein Fehler hier mit der Strecke? Ich verstehe nicht, was da passiert. Hä? Hä? Was war das? Achso, das ist die Strecke, wo Danny immer nach links gefahren ist, was ich jetzt auch schon machen wollte. Okay, da muss ich wahrscheinlich mal abbremsen. Das war wahrscheinlich zu hart abgebremst. Ich glaube, da war noch kein Checkpoint inzwischen. Nein, war leider nicht. Muss ich nochmal machen. Hä? Wieso fährt er denn rum? Also, wieso dreht er sich denn da? Warte mal, ich muss bremsen. Nicht rückwärts fahren. Mensch, Jack und Jill. Nee, ist ja gar nicht, das ist Jimmy, ne? Ist das Jimmy oder Jack und Jill? Er fährt da einfach immer rückwärts. Download ist beendet. Woo! Weiß ich nicht, ob ich die Strecke erst noch zu Ende mache. Weil irgendwie kriege ich die Kurve auch nicht. Das ist ja nicht wahr. Ich war gerade beim ersten Mal so schön hingekommen. Fummelarbeit ist das hier, ne? Komm, steh wieder auf. Ich bin festgebackt, keine Ahnung. Ach. Aber ich glaube, das war ein Checkpoint, ne? Ist das eine schwierige Kacke hier. So ein bisschen balancieren auf dem heißen Balken hier. Okay, da muss ich weiter links rüber scheinbar, sonst komme ich da nicht hoch. Keine Ahnung, hab Standbild. Haben die anderen auch Standbild? Sagt man kurz Bescheid. Eigentlich sollte der Stream jetzt besser laufen, da der Download abgeschlossen ist. Ja.
Wieso will er denn da jetzt nicht mehr hoch? Das hat doch gerade so schön geklappt. Hatte, läuft wieder. Ach so. Ich war im Himmel. Ich bin aus dem Himmel gefallen. Eieieiei, die letzte Kurve. Ich will das Level noch schaffen. Danach gehen wir rüber. Aber ich schaffe es gerade nicht. Plumpst aber auch immer hin. Selbst wenn man nur geradeaus fährt, macht er komische Sachen. Okay. Hat sich wieder gefangen. Das wird wahrscheinlich Zeit ohne Ende gekostet haben. Aber ich schaffe den Versuch eh nicht. Das sieht doch gar nicht so schwer aus hier. Was ist denn das so schwer? Da ist der Checkpoint. Checkpoint. Konnte ich doch nicht einfach... Boah. Das Ding hat mich aber mitgenommen, wa? Ich muss nur noch einmal darum. Ich sehe das Ziel ja schon. Das ist egal, ob ich da langsam reinfahre oder schnell reinfahre. Das zersägt mich irgendwie immer. Oder ich falle halt runter. Das geht auch. Ach komm, du kannst auch mit einem Bein weiterfahren. Das funktioniert. Das Ding ist, wenn ich von dem Gas runtergehe, dann bin ich auch zu langsam. Guck mal, wir fahren mit ohne Bein, mit einem Bein und ohne Kind weiter. Ups. Komm, einfach ins Ziel. Einfach ins Ziel, scheißegal. Hatte ich auch, jetzt geht's wieder. Ja, okay, das war, glaube ich, ein Fehler bei mir im Spiel. Das war, glaube ich, jetzt eine echt scheiß Zeit, aber ist mir egal. Ach, guck mal, das haben die anderen Leute noch gar nicht gefahren, außer der Dini. Coco nicht, Insider nicht. Los. Wir gehen rüber nach South Park. Da habe ich voll Bock drauf jetzt. Beenden. Ich ändere nochmal kurz den Streamtitel. Streamtitel bearbeiten. Müssen wir gleich mal sagen, ob der Sound okay ist und ob ich das Problem noch habe, dass der Sound versetzt ist. Ich hoffe, ich habe das. Es wäre schön, wenn das mit diesem Haken rausnehmen einfach getan ist. Ich weiß es natürlich nicht. Wie heißt das denn hier? So heißt der Teil, ne? Fertig. So. South Park! South Park, wo bist du? The Stick of Truth ist es nicht. Das haben wir schon. Ich glaube, der... Was will er denn jetzt? Verifizierung? Naja. Nein, das ist auch ein Ubisoft-Spiel, ich hab's vergessen. Bitte lass mich jetzt nicht mich da einloggen müssen, ich weiß meine Daten doch gar nicht. Komm, geh einfach aufs Spiel. Tu einfach so, als ob du nichts mit Ubisoft zu tun hast. Komm, Ubisoft ist völlig egal. Updates werden gesucht. Ich will ja keine Updates haben. Prost, wir machen so lange einen Cherry Coke auf. Er lädt Updates runter, aber das geht gerade schnell. Es sind nur 67 MB. Ja, das Hauspark ist auf Deutsch. Das ist diesmal auf Deutsch. Das heißt, es ist auch geschnitten wahrscheinlich. Aber das habe ich halt original bei Steam gekauft.
Stick of Truth habe ich irgendwo anders gekauft, weil da wollte ich auch extra die englische Version haben, weil da halt die ganzen Szenen rausgeschnitten werden, ne? South Park mit Tiny. Tiny. Geil, wo habe ich gesagt? Tony, genau. Ich kann nicht versprechen, dass er jetzt schon kommt. Ich weiß nicht genau, wann er kam. Ich habe ehrlich gesagt den zweiten Teil nicht mehr so gut im Kopf. Ich weiß, der erste fand ich viel, viel besser. Aber der zweite, ich weiß nicht mehr so viel darüber. Ist vielleicht, oh nein, müsst ihr jetzt schon wieder Passwort zurücksetzen zum Schützen deines Kontos. Bevor dann will ich auf dein Passwort erneuern, zu dich erneuern. Ach, wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Zum Schutz deines Kontos fordern wir dich auf, dein Passwort zu erneuern und dich erneut anzumelden. Wir werden dir per E-Mail einen Link zuschicken, über den du ein neues Passwort erhalten. Sorry, das funktioniert leider noch nicht so genau. Ich weiß nicht, was die hier wollen. Du hast dein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort ja gar nicht vergessen. Ihr seht das ja nicht, was ich jetzt hier gerade eingebe, ne? Ubisoft, du bist echt am besten. Es gibt nichts Besseres als Ubisoft. Ich muss erst mal kurz meine E-Mails checken. Ich brauche mein Passwort. Ich konnte mich noch nicht mal einloggen. Der hat direkt gesagt, ich soll mein Passwort zurücksetzen. Ich habe diese... Oh, nee. Ich komme hier gar nicht mehr rein gerade. So. Ubisoft. Ein Ubisoft-Konto. Sicherheitsverkehrung, das Passwort zurück. Du musst ein neues Passwort setzen, damit du eine Verbindung... Setze ein neues Passwort. Ja, mach ich doch. Mach ich doch glatt. Es tut mir leid, dass wir jetzt noch nicht sofort loslegen können. Was nehmen wir denn mal? Ich habe so 8 verschiedene Passwörter, wo ich mich eigentlich immer dran erinnern kann, ungefähr. Nehmen wir mal das. Gucken, ob das geht. Wir wollen ja mal Sonderzeichen, Buchstaben und bla 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 alles haben. Du kannst kein Passwort verwenden, das du kürzlich benutzt hast. Okay, das habe ich schon benutzt. Dann nehmen wir die Nummer 2. So. Dein Passwort wurde erfolgreich geändert. So, jetzt kann ich mich hier anmelden. Es geht sofort los. Ja, angemeldet bleiben. Bleib bitte für immer noch angemeldet. Ich habe keinen Bock, andauernd alles neu zu machen. Das ist das Schöne an Ubisoft. Wer kennt's nicht? Cartmans Hassstimme und Kennys Mysterio. Wie heißt der? Mysterio? Ich kann es gerade nicht aussprechen. Ja, der hat also eine tiefe Stimme da, ne? Also, hier steht gerade Initialisierung. Spiel starten. Die Verknüpfung, South Park, Ubisoft, bla bla bla. Ja, starten. Ich möchte dieses Spiel starten, Ubisoft. Spiel wird vorbereitet. Synchronisiere deine Spielstände mit der Cloud. Ich habe noch keine Spielstände. Du musst nichts synchronisieren, Ubisoft. Es wird gestartet! Yeah! Ich muss es gleich nur noch einfangen. Er lädt gerade. Ich hoffe, das dauert nicht auch so lange wie beim ersten Teil. Beim ersten Teil, den musste ich immer zweimal starten. Aber es kommt schon hier dieses Steam-Moped. Sollte funktionieren. Warnung vor dem Spiel lesen. Ja, 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 wir sind drin. Dann kann ich es jetzt einfangen. Ihr seht sofort was. Ihr müsstet jetzt was sehen. Ah, es ist zu groß. Das war nicht ganz in Glory. Ich weiß auch nicht, wie die Lautstärke ist. Ich lasse sie mal so. Sagt mir mal bitte, ob es okay ist. Spiel und... Das kann ich nicht so... Ich würde gerne mit Controller spielen. Zum Start Eingabe drücken. Habe ich gemacht. Huch. Ist Lautstärke okay? Optionen. DLC, Ubisoft Club. Geh mir weg mit Ubisoft Club. Geh mir weg damit. Audio, Anzeige, Spieloptionen.
Effekte, Musik, Sprache, Audiosprache. Hallo? Was hat er denn jetzt gemacht? Standard. Der hat mir alles verstellt jetzt hier. Der hat mir die ganze... Ach, Kacke. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, was er jetzt gemacht hat. Wo bin ich denn draufgegangen? Ich bin noch auf Audio draufgegangen. Ich muss mal kurz gucken. Das ist ja auch falsch hier. Ich will Dings. Was will ich denn? Das hier, ne? Ich muss mal kurz die Auflösung umstellen. Okay, jetzt haben sie... Jetzt fliegen meine ganzen Bildschirme durch die Gegend. Es tut mir leid, dass das nicht reibungslos gerade funktioniert. So, jetzt ist meine Auflösung gut. Wie sieht die denn bei euch aus auf dem Schirm? Müsste auch gut sein. So gut. Fenstermodus voll wird, alles gut. Spielen. Vortesten, neues Spiel. Los geht's! Aber die große Frage bleibt doch, wer ist so cool? Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Spiel. Ich lese wieder gar nichts mehr vor hier. Ubisoft. Ubisoft präsentiert. Ich meine, Rayman haben sehr gut hingekriegt, ne? Ubisoft San Francisco Produktion. Oh, jetzt mein Chat. Willkommen im Chat. Was ist mit meinem Chat jetzt? Ich hoffe, es ist alles gut. Ubisoft Osaka. South Park Digital Studios. Das ist Nein Meets, Böse Meets. Mithing. Oh, das ist aber leicht am Ruckeln bei mir. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Wie ist der Sound? Das war einmal. Das wird so geil, oh. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey, wer hat vor meine Tür gekackt? Sag mir mal bitte, wie der Sound ist. Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen... Das ist so cool, aber wer ist so cool? Spalten. Kann ein bisschen lauter, okay. Machen wir auf 6. Sag mal, ob so besser ist. Aber wenn nicht, mache ich noch lauter. Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere okay. Die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. South Park! Die rektakuläre Zerreißprobe! Oder auch The Factor What? Hole. Genau, so heißt es auf Englisch. Ach, wir dürfen wieder. Da möchte ich mich diesmal nicht so lange dran aufhalten. Ich will spielen, da wir so wieder unendlich viele Kostüme haben. Haben wir hier nicht irgendwie so eine schicke Kurzhaarfrisur? Oder Mr. Struppikopf? Wir nehmen Mr. Struppikopf. Okay, ich halte mich wieder lang dran auf. Komm hier, Mr. Struppikopf. Farbe ändern brauchen wir nicht. Make-up. Brauchen kein Make-up, oder? Nein. Kein Make-up. Werte. Ah, ein Bart wollen wir, oder? Sind keine schönen Bärte dabei, muss ich sagen. Nee, wir kriegen kein Bart. Sind nicht hübsch genug. Accessoires. Eine Nerdbrille. Nee, brauchen wir auch nicht. Kleidung. Unser Cape. Keine Ahnung, hier eh.
machen so was Voreingestelltes, oder? Was heißt denn 1, 2, 3 hier? Achso, können wir den drehen. Komm. Ist egal, wir kriegen sowieso wieder 1000 Sachen, die wir uns nachher anziehen. Das passt schon. Schwierigkeit. Das ist auch geil gemacht, ne? Wie erkläre ich das denn jetzt, ohne dass ich hier böse Worte sage? Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Ja, je dunkler unsere Hautfarbe, desto schwerer ist der Schwierigkeitsgrad im Spiel. Ich denke mal, da habe ich jetzt nichts politisch Unkorrektes gesagt. Und der erste Teil, der war so sauschwer. Ich will es eigentlich nicht auf Hardcore schwer spielen. Also die kommen hier für mich nicht in Frage. Wir bleiben mal bei der leichten Variante. Und legen los. Und wir sind wieder back ins Hausbrack, Leute. Das werde ich übrigens auch montags weiterspielen, wenn ich mit Song of Horror Episode 2 durch bin. Wenn die vierte Episode draußen ist von Song of Horror, also nachdem ich South Park durch habe, werde ich dann Song of Horror Episode 3 und Song of Horror Episode spielen. Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Genau, Goku, so ist es hier im Spiel. Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Sieht man eigentlich meine Beleuchtung noch hinten? Wenig, wo ist der König? Wo ist der König? Kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen hier? König ist gerade auf Klo. Deine Toilette, Schwierigkeitsgrad. Ja, ich will ja nicht mit WSAD. Ich will, halte und drehe L und R, um den richtigen Punkt zu finden. Und nutze dann RT, um zu starten. Coole Moves! Errungenschaft freigeschaltet! Sturm rein! Wir sind der Kackmeister! Wollte ich schon immer sein. So, was haben wir hier? Medizin! So, kurz ein bisschen wieder testen hier. Können wir das aufmachen? Unsere Eltern streichen sich, glaube ich, gerade unten. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde. Ich brauche ja nicht vorlesen, wir haben ja Text, ne? Und ist auf da Deutsch. Neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Nett. Ich hab dich gar nicht gesehen. Nett. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Ich weiß gar nicht, reden wir in dem Spiel? In dem letzten Teil haben wir nur am Ende was gesagt. Was hat er nochmal gesagt? Ich gehe jetzt nach Hause jetzt auf Zecker oder sowas? Irgendwie so, ich weiß gar nicht, was es war. Der ist ein bisschen grumpy. Was macht er da? Ich glaube, der gönnt sich da einen Haschkuchen. Kann ich da nicht rein? Vielleicht gibt das eine Errungenschaft, wenn wir da mehrere Male durchgucken. Ich guck da mal 5-mal durch. Okay, kann ich nicht. Das ist unser Zimmer. Hier haben wir Findet Nemo. Haben wir einen Bogen und Pfeil, würde ich gerne mitnehmen als Waffe. Und hier haben wir auch Schwerter. Kann ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Klebeband. Okay, alles wieder. Und hier die Okama Games. Wie heißt hier? Okama Gamesphere, ne? Ich will spielen Okama Gamesphere. Ja, Okama Games 4, das ist auch die Folge mit Tauli. Schrott. Was haben wir denn hier in unserer Kiste? Super Streamer Anzug? Woher weiß der, dass ich streame? Ach, kann man die direkt anziehen, die Sachen? Ich guck gleich mal. Oh. Das Spiel lässt mich noch nicht ins Menü hier. Also vorher ging das immer mit Knopf nach oben. Ne, ich habe alle Tasten durch. Ich kann noch nicht ins Menü. Ha. Muss doch eigentlich. Kann ich hier ins Menü speichern laden? Ne, hier können wir nur speichern.
Kampf. Okay, hier können wir noch die... Ja, okay. Nö. Lithium-Akku. Die Mutter heult in der Küche. Warte mal. Das war doch Honey Boo Boo, oder? Ist der leise? Coins Busy, danke für deinen Host. Ich meinte, die hat gerade gesagt, irgendwas mit Honey Boo Boo. Was haben wir hier? Flyer. Ja. Chantal war leiser. Mami weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Ich hab auch was im Auge. Deine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Okay, dann gehen wir halt raus und spielen eine Runde. Ja, ja, zopf dich, Mama. Wir sind ja der König. Die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Ich muss jetzt schon kämpfen. Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Wo willst du das Ende der Welt? Ja, lass dir das nicht gefallen. Ja, ich wollte mal gucken, ob da noch was liegt. Wann liegt hier ein Schwert? Ich würde mal gerne Waffen mitnehmen. Komm, hau ich dir so aus. Patsch! Kampfvorteil! Vorwärts kann ich! Erteil ihnen eine Lektion! Drücke X, um eine Kraft auszuwählen. Ziele mit L auf einen Gegner. Drücke A, um deine Kraft einzusetzen. So treffe ich ja beide. Geht halt auch von hier aus? Nö, ich muss direkt vor ihm stehen. Flatsch! Kräfte mit Rückstößen können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Verbündete oder Objekte schleudern. Mal sehen, wie dir das gefällt, König. Kann ich irgendwie blocken? Oh Mann! Ja, sonst konnte ich ja mal blocken. Ich glaube, das geht gar nicht hier in dem Teil, oder? Zug beenden ist nicht. Will ich nicht. Konnte ich nicht auch immer noch Keil und Butters spielen? Ich habe nur die Idee einer Kraft gerade, ne? Ich lerne wahrscheinlich bald noch mehr. Wow. Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des... Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Ja, wir sind voll krass, oder? Wir sind voll krass. Du schaffst uns nicht alle! Klar schaffe ich euch alle. Greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Okay. Vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Okay. Verschiedene Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfeldes aus. Okay. Du siehst die Reichweite deiner Kraft in der Grafik unten im Symbol, ja. Was heißt denn jetzt Y? Nee, ich kann ihn nicht alle treffen. Ich muss mit irgendeinem anfangen. Ey, zu mächtig! Das ist ja unmenschlich! Macht nichts, sind ja nur die Bösen! Stimmt, weiter, König! Das kann ich bei dem Spiel gar nicht blocken? Ich konnte sonst immer blocken. Was ist denn mächtiger? Die stehen nicht in einer Reihe, ne? Jetzt würde ich jetzt auch sagen, mache ich wieder X. Was zieht denn? Wie viel ab? Das zieht? Der hat noch 40 HP. Achso, Y kann ich gar nicht machen. Okay, du bist zuerst dran. Wir haben's kapiert. Ein kühner Hiebkönig. Die Mauern werden siegen. Der König ist unbesiegbar. Die Mauern sind unaufhaltsam. Was zieht mehr ab? Machen wir das. Seid ihr noch da, Leute, im Chat? Oder bin ich hier wieder zufällig offline? Was haben sie denn jetzt gemacht?
Aufs Maul, komm. So kann ich denn nicht. Was soll ich noch so bestätigen? Die machen das so Platsch! Sind alle Muschis. Leck mich! Ich kann leider nicht blocken, ne? Komm, einen Schlag noch, dann bist du platt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Los, wir müssen ins Kastell. Auf ins Kastell, wo auch immer das Kastell ist. Geh zur Seite oder sterbt. Wir gehen durch diese Tür. Der Boden ist Lava. Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Der Boden ist Lava, ist auch geil. Los jetzt, gehen wir rein. Bin auch da, sehr gut. Alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. What the fuck? Ein Drache? Hinterhalt, ein Drache. Wir sind am Arsch, kämpfe. Das ist der Drache, der brüllt. Jetzt haben die einen Vorteil. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Das ist nicht gut. Gritz in den Hinterhalt gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Er ist sauer. Ha! Rückstoß. Ich glaube, der erste ist kaputt, oder? Ach, da stand noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, der Drache. Die gestreiften Felder zeigen dir die Schadenzone des bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Mach ich bloß den Feueratemaus. Ja. Schau ja schon ab. Wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte RB gedrückt. Was ist RB? Das? Nee, das? Das scheinbar. Ah, ah. Feueratem! Ha! Ah, er hat seinen eigenen Mate kaputt gemacht. Dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Ja, wir haben eine neue Attacke. Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König an! Auto! Auto. Was Auto? Ach so! Das ist auch so geil. Alle voll im Kampf. Und dann Auto! Okay, runter von der Auto. Straße, Drecksplagen! Okay! Wie ich gerade sagen wollte, so, Hammer! Den König auf, er ist allmächtig! Hammer der himmlischen Herrschaft, der Teile unternahm kräftige Abreibung. Machen wir mal. Welcher Hieb! Wir haben ihn besiegt. Dragon Slayer. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich. Das Kind ist der Wahnsinn. Also, ich bin wieder da. So, was können wir denn wow, hier nochmal machen? Hast du gesehen, wie krass der König ist? Halte A gedrückt, um Objekte zu bewegen. Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden. Ich kann irgendwas also, bewegen, steht hier. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere nee, vorbei. Ich sehe nicht, was ich bewegen soll. Scheiße. A gedrückt, um nur zu, Eure Hoheit. Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen. Ich halte A überall gedrückt gerade. Ich sehe noch nicht, was ich schieben soll. Zum Kastell! Ja, wo ist das Kastell? Verstehe ich nicht. Ihr seht es wahrscheinlich. Ah, warte mal, jetzt hat er was gemacht. Ja, das habe ich doch gerade auch schon gemacht. Ich weiß nicht, wo wir hoch müssen. Hier vielleicht? Hier entlang, König! Das geht nicht. Wo soll ich denn lang?
Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Ich kann doch die Kombination nicht. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Ich bin tot. Du bist tot. Ah, inside air. Schieb's aber richtig dazwischen. Ich bin schon tot. Ah. Leute, ich muss A drücken. Ich kann doch die Xbox-Controller-Tasten nicht. Was ist mit dem Stab der Wahrheit? Vor allem nicht auf Quicktime. Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Wagen frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Das heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist... Ach ja, wir spielen ja auch noch... Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Die Schauspieler im alten Spiel. Was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ah, man kann sie wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul. Genau, Stab der Wahrheit spielen hier noch. So meine ich. Mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Noch mal ein bisschen Party im Hintergrund. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Schatzi Pups! Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Boah, jetzt stehen wir hier. Die wollen nicht mehr mit uns spielen. Die spielen einfach ein anderes Spiel. Arsch! Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Wir könnten ja auch was ohne die spielen. Zum Beispiel... Ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Hallo, geh auf. Kuchen. Warte mal, kann ich denn jetzt ins Menü? Ich kann nicht ins Menü. Ich meine, noch kam auch kein Tutorial, dass ich ins Menü kann. Achso, hier brauchen wir einen Code. Ich weiß den Code. Eins. Ja, wahrscheinlich. Fake. Dich. Mom. Kack. Eier. Esel. Schurz. Meine. Eier. Ich weiß nicht, was das Passwort ist. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Ja, mit Sicherheit in seinem Zimmer, ne? Ja, fick dich, Mom, hab ich auch erst gedacht, aber das sind ja nur drei. Das ist, das sind doch mehr Zahlen, oder nicht? Kannst du mal probieren? Dich. Mom. Hey, Mogelkönig. Schatz, willst du das Spiel spielen oder für den Rest deines Lebens als bescheißer Bitch gelten? Ich hab's auch erst überlegt. Ach nee, ist falsch, ne? Schatz. Hey, Reset, komm. Wir gucken mal in seinem Zimmer, da wird wahrscheinlich der Code sein. Oh. Who is the Kuhn? Bisschen gucken, was hier noch liegt. Was steht denn da? Ist das hier ein Code? Nee, ich soll irgendwas gegen irgendwas schlagen. Cartmans Tagebuch.
Terrence und Philip. Do not open. Coon only. Keycode. Doch, ist richtig. Guck mal, ist doch richtig. Soll gegen ihn geben, da könntet ihr gar nicht streamen. Sowas gibt's, oder was? Hm. Okay, wahrscheinlich kann man den nicht benutzen, bevor man den nicht gefunden hat. Das ist ja oft so in Spielen. Ich durchsuche hier nochmal alles. Hier die oberste Etage. Ich würde gerne ins Menü kommen. Oh, da ist Mietz. Nein, Mietz. Böse Mietz. Streichel Mietz. Das sehe ich gar nicht, wie ich die streichel. Da ist Mietz. Der Cartman da oben als Baby. Nein, Mietz, böse Mietz. Wir nehmen erstmal alles mit. Was? 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 Ich weiß überhaupt nicht, was die Tasten alle heißen hier. War leider nur 2 Sterne. Muss ich das nochmal machen jetzt oder was? Versuchen wir nochmal. Sorry, ich kann es nicht besser. Na, ja, der hat verdächtig 4 Sekunden Match, glaube ich auch. Und den Pöppel nicht vergessen. Alle Scheißhäuser auf 3 Sterne machen, gibt eine Trophäe. Sag mir das doch nicht, Kuku. Ich bin doch trophäengeil. Ich weiß noch nicht, was ich falsch gemacht habe gerade. Ich kann diese RT-Tasten nicht. Ich weiß nicht, ob das diese vorderen oder hinteren sind. Wieder verkackt. Krieg ich die 3 Sterne nicht hin. Na komm, wir wollen ja noch was sehen vom Spiel, ne? Wir wollen jetzt nicht den ganzen Abend auf dem Klo sitzen, oder? Nein, Mietz, böse Mietz. So, jetzt können wir in den Keller. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben.
Woher so, wissen noch mal. Sie das? Fake. Das geht aber auch schnell. Mom. So, jetzt können wir in den Keller. Gehen. Die Kellnerin könnte was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja drüben. Ich hab einen Kumpel, der die Trophäe im Real Life. Ich weiß genau, wen er meint. Wir haben schon 100 Follower auf Instagram haben. Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Wir brauchen mehr Follower. Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Humankite, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Super Crack. Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Ja, hau mal rein hier, Jimmy. So. Who is the Kuhn? Ganz schön viel Stuff hier, auf jeden Fall. Top Bad Guys. Mr. Garrison, Professor Chaos, also Butters. Was ist denn da rechts? Und General Desaster ist natürlich auch dabei. Franchise-Plan, Phase 1, The Coon, Movie, Super Craig, Humankind, Mysterion ist durchgestrichen, Netflix-Serie, Coon vs. Super Craig, Fast Pass, Coon and Friends, Teil 1, Humankind Movie, Phase 2, Coon and Friends 2, Race of Captain Diabetes. Okay. Was haben wir denn noch? Phase 3, Super Craig, Fast Pass, Coon and Friends. Das ist aber ein guter Plan, würde ich sagen. Habt ihr auch so einen Plan? Hey, hey, hey! Ach ja, das Fass Ding! Das nicht an. Ah. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck! Mom! Der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen! Mom! Zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie! Blöde Bitch! Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld, du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, ich würde mich ja gerne umziehen. Wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Stefanesi-Gerät da drüben. Es gibt ja auch Wechsel in Untersuchungsmodus, um interessante Objekte aufzuspüren. Halte LT gedrückt. Benutze L. Du findest echt das Stefanesi-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Ja, war ja gerade. Ich weiß nicht, was das ist, was er da will. Ich hätte gedacht, das hier. Aber das ist es ja scheinbar nicht. Hm. Wieso sollten wir das Stefanesi-Gerät in der Zelle für Superbösewichte lagern? Ja, das. Noch einmal und wir sind alle tot. Was muss ich jetzt machen? Bring dem Kuhn das Dingen. Warte mal hier. Das hat Gerät. Wichtiger Gegenstand. Kennt ihr dieses Himmel- und Hölle-Spiel, was man damals in der Schule gespielt hat? Dieses, das bastelt man aus Papier. Das ist wie so quasi so ein Frosch. Den öffnet man dann immer und schließt man immer. Das gibt es auch eine South Park-Folge drüber. Das ist auch ziemlich witzig. Das hat ja ewig gedauert. Stefanesi-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden. Jo. Mit den großen Spielen. Jo. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Hallo, ich habe ja im ersten Teil voll gerockt, ne? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Wo dürfen wir uns hinsetzen? Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Kein Problem. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Coonstagram. Coonstagram-Account? Wir reden ja nicht so viel, du bist ne? noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann Seid ihr denn auch alle auf Coonstagram?
Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Schlag mal im unteren Bild rein, immer auf die Zauberwürfel, immer weiter. Soll ich noch weiter draufhauen? Mach ich gerne. Diabetes ist eine Superkraft. Klar, Zucker ist immer klasse. Du lachst aber so darüber, Goku. Passiert dann was Schlimmes? So, wir können den Blaster sein. Schau nicht einfach nur zu, wie die Welt in Flammen aufgeht. Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen. Die starken Kämpfer können jede Entfernung austeilen. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ach so. Speedster. Brutalist. Blaster. Speedster. Speedster. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinien. Er kann die Raumzeit krümmen und sogar die Gerechtigkeit auf Sprünge helfen. Brutalist? Brutalist ist ein Nahkämpfer, der sich aus Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat und ein Gegner. Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Ja, ja, gerne mal. Was nehmen wir denn? Der hat 3 Angriffspunkte scheinbar und einen. Keine Ahnung, was das heißt. Speedster. Blaster. Der hat zum Beispiel gar keine physischen Moment in deinem Superheldenleben. Angriffe. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Wen wollt ihr denn haben? Nein, da passiert natürlich nichts. Ha, 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 ha. Und du lachst dir immer noch einen ab, ne? Ich habe nur einen Kunstagram Pro-Account. So, letztes Mal hat Chris sich ausgesucht, dass wir den Juden nehmen. Möchte jemand wählen, wen hättet ihr gerne? Blaster. Speedster. Brutalist. Blaster. Dich doch mal, dann erzähle ich dir was drüber und wir können weitermachen. Ich weiß nicht, wen ich letztes Mal hatte. Keine Ahnung mehr. Möchte keiner einen aussuchen. Wenn keiner einen aussucht, dann nehme ich. Mitte ist Beste. Der ist aber nur ein Nahkampf, ne? Der ist übelster Nahkampfkämpfer. Okay, sei ein Arschloch. Vielleicht ist das ja deine Klasse mit der Fähigkeit, die auf die Eier. Sei ein Arschloch. Auch geil. Mitte ist Beste. Sonst schreibt keiner was. Wenn nicht, höre ich auch Goku und nimm den in der Mitte. Ich meinte, den hatte ich letztes Mal nicht. Keiner sagt was, Goku, auf deine Verantwortung. Wir nehmen den Brutalist. Er ist ein Brutalist. Nur Muki ist kein Hirn. Passt zu dir. Nur Muki ist kein Hirn. Dankeschön. Ist halt ein Nahkämpfer. Wieso nicht? Jetzt kommt Insider mit Blaster. Willst du mich verarschen? Möchte noch jemand was schreiben? Alter, nimm einfach was. Hat jemand schon mal Spasti zu dir gesagt? Speedster. Blaster. Steht 1:1 für den hier und für den hier. Blaster. Hat noch jemand eine Meinung? Blaster. Komm, sind da noch ein paar Leute im Chat. Einer kann auch was schreiben. Entweder Blaster oder Brutalist. Ansonsten nehme ich das, was zuerst kam. Später kannst du auch mehrere Klassen nehmen. Ja, war das so? Ich weiß es nicht mehr. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Wenn keiner was sagt, nehme ich jetzt das, was zuerst kam. Brutalist? Ein Brutalist? Das Ding oder ein angepisster Batman? 3, 2, 1. Vorbei. Okay, wir sind ein Brutalist. Jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Stopp. Gehen wir also ich muss fair Kindheit sein. Goku hat zuerst geschrieben. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders. Wenn du zuerst geschrieben hättest, hätte ich deinen. Du bist zum Spiegel gegangen. Frauenpower? Was? Ich bin zum Spiegel gegangen. Du gingst zum Spiegel? Ja, ich ging zum Spiegel. Ich gucke mich aber erstmal um. Ich spiele erstmal Klavier. Lalalala. Da drüben, der Spiegel. Ja, ich weiß, wo der Spiegel ist. Vielleicht will ich aber erst noch mal ein bisschen Basketball spielen. Einfach? Okay, geh einfach. Ja, ich gehe zum Spiegel. Du hast einsam in den Spiegel geschaut. Und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen 2 Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, kämpfen, damit ne? sie ihnen nichts antun. So hast du zum ersten Mal deine übermenschliche Kraft benutzt. Ist mein Sound eigentlich versetzt vom Spiel? Könnt ihr mir da mal eine Rücksprache geben? Bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. Flatsch. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach schlug er zurück.
Puh, ich hab die richtige Taste gedrückt. Dann stürzen sich von hinten zwei weitere Schurken ins Getümmel. Also wandest du dich deinen neuen Gegnern zu. Du stürztest auf sie zu. Ja, mach ich ja gerade. Ich drücke A übrigens. So geht's nicht. Ja, ich soll A drücken. Guck dir, ich drücke A. Geht nicht. Deine Abrissbirnentechnik schließt den einen Einbrecher in den anderen. Hab ich jetzt richtig gedrückt? Ich weiß nicht. Du hältst dich für stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Die super Drogenabhängigkeit. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir haben dich genau da, wo wir dich wollen. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Ich mach dich platt. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Scheiße, wie eklig! Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss aufpassen. Ah, ich ertrag's nicht mehr! Einer der Schurken war so angeekelt, dass es ihn buchstäblich erledigte. Nach der Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Alpha-Eindringling! Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was absolut Brutales. LB. Los, benutzt die Kraft! Starker Nahkämpfer, der auch ordentlich einstecken kann. Halte ihn mit Rückstoß oder Fernangriff vom Leib. Ja, mache ich ja gerade. Also. Verstehe ich schon wieder nicht, was ich hier machen muss. Ich drücke LB. Kann nur die Details einsehen. Ich kann nicht angreifen. Drück mal alle anderen Knöpfe. Ich kann alle anderen Knöpfe nicht drücken. Kann nichts machen. Ich kann mir nur einblenden lassen, was da halt sein Problem ist. Okay, die Taste geht. Es geht eine andere Taste. Hey, ja, voll cool, Alter. Das und war so nicht hast LB. Du sie besiegt. Das war alles LB. In Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben. Steht sogar was drauf, RT. Zu bekämpfen. Du kamst zu spät. LB. Hier steht sogar drauf, wie die Tasten heißen. LOL. Vögeln. Das ist gut. Sollte ich mal öfters rausgucken. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Kann ich denn jetzt mal? Willst du eine andere Geschichte ausprobieren? Nö. Nein. Kunstagram! Installiert! Charakterbogen! Installiert! So, kann ich denn jetzt mal ins... Ich kann immer noch nicht ins Menü hier gehen. Ich habe aber auch immer noch kein Tutorial gehabt, wie ich ins Menü kann. Der Kunststore wurde aktualisiert. Ach, hier kann ich kaufen. Crafting-Basiskomponente. Schrott.
Das kann man so verkaufen, oder? Nochmal 5 aufheben. Ich weiß noch nicht, was wir davon aufheben müssen oder nicht. Hier können wir Kostüme kaufen. Im Inventar. Wie komme ich auf mein Inventar? Das kann doch nicht sein, dass ich nicht reinkomme. Ah! Inventar. Missionsgegenstände. Zugangscode für das Kuhn-Versteck haben wir. Kampfkomponenten. Lebensmittel, Medizin, Technik, Schrott. Basiskomponenten. Hier können wir, glaube ich, irgendwas herstellen nachher. Kostüme? Ich kaufe mir jetzt garantiert nichts aus dem Ubisoft-Club. Sind die ja nur kosmetisch oder können die auch was? In anderen Teil haben die ja bestimmte Level gehabt. Werte, Basis-Make-up. Das haben wir schon alles Hände. Hier steht überhaupt nichts, ne? Harte Story. wisst ihr noch, ob die irgendwie ein Level haben hier? Oder irgendwie... Ob man irgendwie sieht, ob die besser sind, die Sachen, oder schlechter? Ich meine, ich behalte die erstmal an. Kunstagram. Machen wir mal ein paar Selfies. Willkommen bei Kunstagram. Hier suchst du die Posts deiner Freunde. Finde mehr Freunde, um ihre Posts sehen zu können. Und deine mit ihnen zu teilen. Wir haben 6 Follower. Wir folgen scheinbar keinem. Ne, folgt 0. Auch bekannt als erstaunlicher Wunderarsch. Kuhn and Friends. Klamotten sind bloß kosmetisch. Och, schade. Charakterbogen. Dein Charakterbogen zeigt deinen Fortschritt auf deinem Superheldenabenteuer an. Okay. Verdiene dir Titel, um deinen Charakterbogen weiter auszufüllen. Außerdem erhältst du dann EP für den Kuhn, bla bla bla. Okay. Machtquelle Arsch. Ich kann hier gerade nirgendwo drauf. Ist auch noch alles gesperrt. Okay. Wir gehen das mal weiter. So, ich habe gerade gespeichert. Hey, du sollst nicht damit rumspielen. Kacke, hör auf. Ich höre mal auf Goku. Gucken, ob irgendwas passiert ist. Goku! Du bist gemein! Du bist voll gemein. Ich habe gerade gespeichert, ey. Wir sind tatsächlich alle tot. So, wir sollen rausgehen und neue Follower gewinnen, ne? Haben wir jetzt hier irgendwie... Irgendwie so ein Quest-Tagebuch. Ein Quest-Tagebuch wäre cool. Ne, wir haben gar nichts. Irgendwie. Ja, jetzt lachst du dir ab, habe ich mir schon gedacht. Sollen wir nach meinem Garten gehen? Gucken wir uns nach meinem Garten um. Ach, hier ist gar keiner mehr. Mal gucken, ob der Stick of Truth noch da ist. Ui, sehe ich jetzt gerade auch nicht. Erstmal alles kaputt hauen. Wo ist eigentlich Princess Kenny? Princess Kenny! Koopa Keep. Da oben ist noch eine Truhe, da gehen wir mal kurz hin. Da, Freeman's Tacos. Der war ein krasser Gegner. Aber der war optional. Den musste man nicht machen. Alles nehmen und weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Ne, 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 ne. Nee.
Ja, ich würde auch echt gerne wissen, wer Sekun ist. Ich habe doch keine Ahnung. Das Coole ist, Mysterium wusste man ja wirklich nicht, wer das ist eine Zeit lang. Wenn ihr da draußen eine Spur von Skrimmels findet, der Katze. Die Hälfte der Bürgermeisterin haben gesagt, das ist schon meine Katze zugewandt. Okay, Bürgermeisterin hilft nicht. Nein, die macht Lava weg. Sammelt Follower. LT. Was ist, ist der LT jetzt? Das vordere oder das hintere? Hintere. Ja, okay. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Macht das nicht Spaß? So können wir gelangweilt gucken. Keine Ahnung. Wuhu, neuer Follower. Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Jo, die sind jetzt ein Follower. Was steht denn hier? So, hier sind jetzt so meine Quest-Sachen. Okay. Okay, okay, okay. Influencer Level 1. So, wer bist du? Du putzt hier? Du brauchst mehr Follower, bevor ich ein Bild mit dir mache. Er will keinen Follower mit mir. Niemals, ich mach doch kein Selfie mit niemand wie dir. Hallo, wir sind voll cool. Ich will das da oben haben. Komm ich da irgendwie dran? Kann ich hier irgendwas ziehen oder schieben? Den Hocker hier vielleicht, ey. Nee, leider nicht. Hier ist eine Terrence und Phillips Tasche. Kostüm. Okay, so komme ich auch einfach hier rein. Kann ein Foto machen. Wie komme ich denn da dran da oben? Kriege ich nachher noch Kräfte? Dann komme ich vielleicht dahin. Ich weiß nicht. Eine Map wäre auch wieder geil. Habe ich keine Map? Inventar, Einstellung, Galerien, Charakterbogen. So eine Map wäre echt nice. So, hier haben wir übrigens jetzt mein Quest-Tagebuch. Sammel 4 Follower. Kostüme. Map wäre cool. Hintergrund anpassen. Inventar. Ich glaube, eine Map habe ich nicht, ne? Ne. Ja, erstmal rechts rum. Naja, du hast den Rand des Bekannten. Nutze den Arsch. Habe ich gerade schon gemacht? Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Ja, du kannst nur den kleinen Pups machen im Moment. Das bringt nichts. Ich kann pupsen, was ich will. Nein, 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 nein. Achso, darf ich jetzt nicht nach rechts oder was? Alter, damit meine ich dreh um. Okay, dreh um. Da lang darf ich nicht. Ich darf nicht rechts rum. Dann gehen wir links rum. Gesperrt. Oh! Ja. Ich mache ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Die wollen alle kein Selfie mit mir machen. Wir sind beim Butterhouse, Home Sweet Home. Butterhouse, das bin ich. Und wir machen dem Vater mal den Fernseher aus. Willst du ein Follower mit uns sein hier? Ach, wie geht das so? Ne, ist keine Kamera drüber. Das heißt, der und ich werden keine Freunde. Kann ich in den Keller? Ne.
Haus ist genauso aufgebaut. Nimmt kein Ende. Die Cartmans. Können wir Freunde Follower sein? Die hat auch keine Kamera auf dem Kopf. Wenn du Zeit zum Schrubben hast, dann kannst du auch Mane schrubben, bis deine Hände wund sind und bluten. Die ist nicht mehr ganz dicht. Pinseln, die will immer nur pinseln. Nudelspielcounter-Strike. Haben wir schon? Nein, gut. Ich dachte, wir sind schon 10 Uhr. Was? Haha. Ja, ich sag wo. In dem Po. I wanna do it in my butt? In my butt? Auch geile Folge. Ja, probieren wir nochmal. Links kreisen! Nicht übel! Rechts und links kreisen! Coole Moves! Super! Das war aber nur ein 2-Sterne-Klo, ne? Hab ich das geschafft? Schwierigkeitsgrad 2. Ich hab den doch geschafft, oder nicht? Ich hab doch gerade was gekriegt. Links kreisen. Super. Rechts und links kreisen. Ist ja nur ein 2-Sterne-Klo. Okay. Ja, ich habe ja schon die 2 Sterne. Mehr geht ja da nicht. Fand den ersten Teil leider besser. Ich fand den ersten Teil auch besser, aber den habe ich ja schon gespielt. Ich kann ja nicht nur mal jetzt den ersten Teil spielen. Der erste war auf jeden Fall cooler. Ich weiß nicht, der hatte noch so mehr Insiders, ne? Hier fehlt so ein bisschen was. Und ich habe den auch leichter in Erinnerung, den zweiten Teil. Außer das mit dem Morgan Freeman. Das war ultra schwer. Hey. Aber wie gesagt, das war, meine ich, optional. Aber das gab eine Errungenschaft. Das weiß ich auch noch. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rein, oder? Gesperrt. Hier würde ich gerne rein. Wo ist eigentlich Butters? Warte mal, hier ist auch noch eine Tür. Butters, das bin ich. Das Schlafzimmer. Was ist denn das für ein Hund da an der Wand? Insider ist da. Wo ist Insider? Hab ich verpasst? Scheiße. So. Hier möchte keiner Follower werden. Dann gehen wir halt wieder. Schauen wir uns mal weiter um. Vielleicht finden wir hier weitere Freunde draußen. Oh, der König ist wieder da. Ja, guck mal, wenn du mich geil findest, sonst klemm ich. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Das ist mir egal. Ich mach doch kein Bild mit jemandem, der so wenige Follower hallo, hat. Hallo, keiner will mit mir Follower sein. Den Pokémon! Aber die gibt's ja leider hier nicht im ersten zweiten Teil. Die will ich so gern wieder sammeln. Ich muss sie haben, alle haben. Den Pokémon. Und nun? Ich verstehe noch nicht, wie ich hier auf manche Sachen draufkomme und hochkomme. Macht zwar Sinn, wenn das Ding... Kann ich das schieben wieder, den Stuhl? Ne, ne? Oder kann ich das schieben? Auch nicht. Hey, du hast den aufgekriegt. Ja. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Lass Follower sein, hier komm. Au, huh? Hab ich dir eine Mahnung zugestellt? Ja, so geht's nicht. Ich komm mit den Tasten nicht klar, ne? RB. Drück doch RB. Ein Selfie? Klar, leg los. Ich hab nicht RB gedrückt. Naja, so viel zoomen will ich nicht. Ich will nochmal eine Fratze ziehen. So, wir gucken mal ein bisschen grumpy. Foto machen. Okay. Wuhu!
einen neuen Follower. Hey, ich muss noch meine Runde schaffen. Okay, cool. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Yes. Ja, dann lass okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Ja, dann lass uns noch eins machen. Wuhu! Mein Favorit bei den Pokémon ist Schuh. Nee, mein Favorit ist Affi. Es gibt ein Pokémon, den Pokémon, das Affi heißt. Das ist genug gemeinsame Freude für ein Selfie. Ja. Meine ich doch auch, oder? Okay, wenn es dort ist, was? Nicht übel, Wunderarsch. Ja. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ich sammle hier schnell Follower, ne? Von den Kundfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Nutze L, um die Karte zu markieren und um irgendwas zu öffnen. Okay. Ja, weil nicht eine Karte. Was heißen denn die Punkte hier? C. Hol den Zahler ran, dann spielen wir das 2. Der Nudel will das 2 mit dir spielen. Warte, ich antworte hier mal kurz, dass ich noch gestreamt. Achso, ihr könnt das lesen, ne? Aber ich habe ja jetzt nichts Schlimmes geschrieben. Drücke Q, um die verfügbaren Missionen anzeigen zu lassen. Was für ein Q? Ja, ich wollte schon sagen, LB. So, die Kette von Super Craig. Sprich mit Super Craig. Triff dich mit Kyle. Okay, wir müssen sollen zu Kyle und Super Craig. Was heißen denn die Cs hier? Snippy Snacks. Weiß ich nicht. Wird hier mein Job sein? Wo ist denn? Du bist Kyle? Du bist Humankind, ne? Und wo ist Craig? Hier wohnt Kenny. Wo ist denn Craig? Da ist Craig. Aber wir laufen erstmal die Straße nach links. Drücke X. Machen wir mal kurz A, markieren. Okay. LB. Okay, hier haben wir die Minimap. Das ist cool, dass man das machen kann. Und so können wir dann die Karte öffnen. Haben wir jetzt schon ein Selfie gemacht? Ja, ne? Noch ein Selfie? Okay! Nee, nicht noch ein. Okay, ist egal, aber hier war doch noch einer, der erst ein Selfie machen wollte, wenn ich berühmter bin. Oh. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Dankeschön. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Ja, sind wir wohl, ne? Mal kurz gucken, was habe ich denn jetzt hier neu? Den Charakterbogen? Da sind neue Sachen. Benutze zwei unterschiedliche Toiletten und erreiche die höchste Meisterschaftsstufe. Rätselmeister. Löse 20 Rätsel. Influencer-Level. Brauchen wir mehr? Gemeistert, gemeistert. Haben wir schon. Links haben wir nichts Neues. Verbündete Beschwörung. Blablabla. Das können wir auch alles noch nicht. Inventar. Gegengift. Kostüme. Da haben wir ganz viele neue Sachen. Aber nur so blöde. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen Richtung Craig. Wieso kann ich denn jetzt auf Y pupsen? Konnte ich denn nochmal die Minimap aufrufen? Boah, ich komme mit den Tasten nicht klar hier. Xbox-Controller. Ach warte, ich wollte ins Haus noch. Ich war ja noch gar nicht... War ich schon im Haus? Das ist doch unser eigenes, ne? Warte, hier war ich schon. Dein Haus. Okay, da brauche ich erstmal nicht rein. Da waren wir ja schon. Bitte, Leute, überall.
Oh oh. Pass auf! Das sind Sechstklässler! Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt! Ihr habt doch keine Ahnung! Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat! Sechstklässler sind viel zu stark für dich! Geh einfach weiter! Schau sie nicht mal an! Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler! Du solltest besser verschwinden, du Penner! Ja, ich hau ja schon ab. Da liegt doch was. Schrott! Zwing mich doch! Pickelfresse! Mal kurz wollen gucken, mein... gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten! Kino ist nee, da. Doch nicht. Lasst uns ein paar Körbe werfen! Ich dachte, mein Programm ist nicht... doof, Mann! Ach, ist egal. Verfügbarkeit uns aus! Die habe ich übrigens noch nie gespielt. Was kann man da übrigens machen? Im Gefahrendeck müssen sich die Spieler eine Reihe ultimativen Kämpfe rausholen und stellen. In diesen können sie exklusive Kostüme und Artefakte freischalten. Vom Dustel Casa Bonita! Vom Dustel Casa Bonita erhält eine neue Geschichte. Der Spieler sich mit Kuhn und Mysterion zusammentun, um eine dämonische Präsenz in Casa Bonita zu bekämpfen. Bringe den Crunch. Liefert eine neue Geschichte und führt eine neue Superheldenklasse frei. Die kosten aber Geld, ne? Sind ja halt uns. Hey, ich hab's gegen die Eichhörnchen fehl. Alter, wir haben... Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Ich schau dir jetzt in den Arsch, ja. Bam. Kampf starten. Kämpfe. Bitte stirb nicht! Nein! Ah, ja, das ich wusste nicht, dass ich da jetzt nochmal A drücken muss. Ich bin jetzt dran. Geh weg. Nein, ich hab nicht gelesen. Ich hab nicht gelesen. Wow, voll ekelhaft. Wow, du bist so mutig. Das bringt halt am meisten, ne? Hey, ich raff's nicht mit dem A. Halt mal, Vierklässler! Muss ich warten, bis das klein geworden ist? Anti-Aggressionstherapie. Tittenzwirbler! Oh, oh, das sah schmerzhaft aus. Können wir das nicht bereden? Ich will das nochmal testen. Ich warte jetzt, bis der Kreis klein geworden ist. Ja! Ich muss warten, bis der Kreis... Ich dachte, ich muss ganz schnell drücken. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Halt durch! Ja, wir machen das schon. Echt schon in dem Geilen! Wumms! Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet! Ja, klar, war den besiegt. Verklebte Katzenhaare. Besiege 10 Sechstklässler, ist auch eine Mission. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren Sechstklässler. Weiter so. Weiter so. Gesperrt. Gib mir mal einen Schlüssel dafür. Welch Heldentat! Du hast mir, meinem Frosch, das Leben gerettet! Wo ist denn Frosch? Du willst ein Selfie mit mir? Ja, ich brauch Freunde, dann nehme ich alles, ne? Nein. Komm, wir gucken mal freundlich. Nimm meinen neuen Follower! Krass, wenn du den Sechstklässler fertig gemacht hast! Vielleicht werde ich auch mal so stark! Achso, wir sind beim Jimmy. Ich wollte schon sagen, das sind doch nicht seine Eltern jetzt. Und auch Jimmys Eltern. Easy. Jetzt mache ich euch den Fernseher aus. Weil ich so gemein bin. AA-Batterie. Man sollte immer AA-Batterien dabei haben. Und ein Handtuch. Nicht das Handtuch vergessen. Ein bisschen Kiefen. Na, Tauni wird noch nicht jetzt in der ersten Folge kommen, glaube ich nicht. Der kommt, glaube ich, jetzt später. Musst du dich noch ein bisschen gedulden, Patrick. Wenn er kommt, klebe ich das für dich. Oder vielleicht klebt es jemand anders. Jimmy hat wirklich... Interessante Freunde. Was ist das denn? Achso, der trägt Zeitungen aus, oder was? DNA. Überall drin hier, ne? Stehmikrofon. Hab ich auch immer dabei. Spielcontroller! Von der Okama Games hier. K.
Kann ich hiermit irgendwas machen? Das sieht so wichtig aus. Irgendwie nicht. Gucken wir mal weiter. Achso, das Steam blinkt noch. Ich wollte schon sagen, was blinkt denn da unten? Na, ich weiß gar nicht, wofür wir dann großartig Geld brauchen. Wahrscheinlich dann für Gegengift und Lebensauffüller und sowas. Ja, Klamotten kaufen macht ja keinen Sinn, wenn die nicht einen upgraden. So halten. Wo können wir das denn hinschieben? Es geht wieder los. Schwierigkeitsgrad 4. Ich habe noch nicht mal Schwierigkeitsgrad 3 geschafft. So, los geht's. Habe ich schon wieder nicht hier. Das kriege ich nicht gleichzeitig hin. Ich kriege noch nicht mal zum dritten Sternen. Nein. Ich bin da nicht begabt für. Ich bin nicht begabt genug dafür, um aufs Klo zu gehen. Ich will gerne einen dritten Stern kriegen. Und Goku, muss man das hier auf Stern 4 schaffen? Oder reicht das, wenn man das auf Stern 3 schafft? Ich glaube, das ist mit Tastatur leichter. Weil das kann ich nicht. Ich kann nur 2 Sterne Klos. Ich kann leider nicht mehr Klos. Es tut mir leid. Wo muss ich das Moped hier hinschieben? Vom Spiegel? Sterne, Kostüm. Okay. Hier bin ich raus. Ich glaube, wir gucken uns auch nochmal die Küche an. Oder war ich da gerade schon? Schon mal vergessen. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Habe ich oben alle Räume? Wer lässt seine Kinder sich so anziehen? Ach, sei leise. Machen wir Selfies. Hilf erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen. Ja, und dann machen wir ich helfe doch Jimmy. Wir helfen Jimmy. Wieso kann ich das nicht anklicken? Sonst kann ich doch immer alle Garagen anklicken. Da ist ein Loch im Zaun. Aber da kann man nicht zwischen. Guck mal, da ist auch noch was hinter. Du näherst dich Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Wo komm ich denn dahinter? Ist hier irgendwo ein Loch im Zaun? Ich kann nicht das Moped hier in die Luft jagen. Irgendwie nicht. Wie nah sind wir denn schon? Sind wir schon bei Super Craigs Haus? Ne, nicht ganz. Wir sind bei Henriettas Haus. Gehen wir mal bei Henrietta rein. Keine Ahnung, wer Henrietta ist. Ach so, doch, die Gothic-Frau. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Wie, von welchem Planeten? Ich komme. Mach dir erstmal den Fernseher aus. Ach nee, an. Ausschalten. Interessanter Aufzug. Bist du so ein Ich-darf-alles-Kind? Mach mal ein Selfie. Wieso macht er kein vernünftiges Selfie mit mir? Ist das kein Selfie? Ach, der ist gar kein Selfie-Mensch. Okay. Wir kommen nirgends mal in die Keller rein, ne? Wir kommen nur bei... Also, ich muss sagen, Minz Cartman. Und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Wenn du das sagst, dann ist das so. Da glaube ich dran.
Mit der Leute überall und strahlende Gesichter. Soup Craig. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Verpiss dich! Hunter. Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Also lass mich ran, den müssen wir besorgen. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Okay, wir müssen den Folianten finden, was auch immer das ist. Okay, man kann mit den allen Selfie machen. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine Beiträge machen dich glücklich, du Spießer. Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesamtkonzept der sozialen Medien. Ja, ja. Und du willst nicht. Ich verstehe, dass du nicht willst. Wo ist denn Cartman überhaupt? Man hat ihn doch am Anfang gesehen. Hau ab! Hau ab! Da gibt uns doch die ganzen Aufträge hier. Und Nudel! Hallo! Ja, du hast einen Ticken zu früh geschrieben. Irgendwie streamt der Insider heute, aber es hat nicht geklappt. Er hat noch einige Sachen zu erledigen gehabt. Und deshalb habe ich ein bisschen vertreten. Bis 10 muss ich hier schon noch machen. Danach gehen wir auf CSGO. Wir haben gesagt 10 Uhr. Wäre natürlich schön, wenn wir diesen blöden DOS 2-Mission machen. Aber ich will eigentlich erstmal wieder einen Win haben. Das ist so eine Sache, ne? Gucken, welche Stufe das so ist. Vielleicht mal wieder ein Stufe 2 Klo. 3 kann ich aber auch nicht. 3 ist auch zu schwer. Nicht übel. Coole Moves. Oh, ich bin abgerutscht. YRT. Ja, ich habe 3 Sterne hingekriegt. Yes! 3 Sterne. Ist das jetzt... Zählt das jetzt hier? Wo steht denn das nochmal? Benutze 2 unterschiedliche Toiletten. 1 von 2. Hatte gerade schon ein schönes Deathmatch. 54 Kills. Ich habe vorgestern, was habe ich gesagt, 48 Kills geschafft. War auch nicht schlecht. Hast du die Mission gemacht? Ich wollte nur ein bisschen triggern. Das 2 ist ein Homo. Okay, das spreche ich jetzt noch nicht aus. Aber wir wissen alle, was das 2 ist. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wieso ist da immer wieder eine 1? Achso, Kostüme. Kostüme brauche ich jetzt gerade nicht. Nette Leute überall und nur strahlende Gesichter. So, hier waren wir schon überall drin. Und Layton Fanatiker, einen schönen Abend wünsche ich dir. Einen schönen Freitagabend. Also hier unten waren wir ja schon überall, dann können wir wieder rausgehen. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Ich weiß gar nicht, hier sagt keiner mehr was, ob mein Sound noch versetzt ist. Ich höre ich mir gleich mal an. Müssen wir irgendwas hinschieben? Okay, das kriegen wir noch nicht kaputt. Kann ich das verschieben? Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurzegal. Ja. Wir wollen weiter nicht als den Passierschein A38. Hä? Den Passierschein A38! Was soll das Gebrülle? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt bei Craig, oder? Göttlicher Verstärkerrezept.
Crafting. Installiert. Wir haben eine neue Eigenschaft. Crafting. Die Crafting-App ermöglicht es dir, verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinen Abenteuern findest. Wir können göttlichen Verstärker herstellen. Was macht er denn? 16% Status-Effekt-Schaden. Göttlicher Verstärker. Schaltet auf die Hirnwellenfrequenzen deines Teams auf eine Hyperaktivitätsschleife. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Ich mach das mal noch nicht. Wenn wir es brauchen, mache ich's. Weil vielleicht brauche ich die Zutaten noch für irgendwas anderes. Nee, Toki geht gerade nicht. Toki ist gerade in der Auszeit. Nee, geht nicht so schnell hintereinander. Du musst... Ja, ja, ich muss mit meinem Arsch Dinge sprengen. Das ist ganz wichtig, Insider. Super Craig! Der hat das beste Kostüm. Beste Kostüm hat der. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Oh. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Ach ja, da ist er mit Tweak zusammen, ne? Halt mir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Ja, dann suchen wir mal ein Meerschweinchen. Nein, Mädchen. Ja, genau, perfekt. Wo ist denn mein Kätzchen? Wo ist mein Katerchen? Mein wohliger kleiner Kumpel? Ja, guter Junge, das ist mein Katerchen. Nein, Mietz, böse Mietz! Endlich triggert mal jemand den South Park Sound hier. Burrito! Taco, Taco! Burrito, Burrito! Taco, Flavor, Jesus! Rezept für Wiederbelebungsserum. Das klingt schon interessanter. Kann ich das schon craften? Wieso? Ich habe doch Rezept für Wiederbelebungsserum. Warte mal, das sind Artefakte. Meint er, ich soll das mal machen? Ist das dauerhaft? Mach das jetzt. Eine Wiederbelebung mache ich auch mal. Dann steigen wir auch im Crafting-Level. Warte mal, dann müsste ich ja jetzt im Inventar dieses Moped haben. Missionsgegenstände. Komponenten. Das ist kein Verbrauchsgut. Wo ist denn das jetzt hin? Grundkuchen. Ne, ist irgendwie nicht da. Keine Ahnung, wo das hin ist. Charakterbogen. Boah, schreck mich nicht so. Layton! Das war laut. Das hat mich erschreckt. Also, wir gehen in den Keller, Craig. Komm. Wir suchen ein Meerschweinchen. Da oben ist das Meerschweinchen. Im Schacht, ich sehe das schon. Seht ihr das da oben? Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig. Das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Ja. Hey, da ist er, in der Lüftung. Ganz ja, ich oben. Weiß. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Wow. Knallfrösche freigeschaltet. Oh, cool. Die könnten hilfreich sein. Nutze Knallfrösche, um das Meerschweinchen zu benutzen. Keine Ahnung. Wie fängt denn die Röhre an? Kann ich da irgendwie rein? Nö. Halte LT gedrückt, um in den Untersuchungsmodus zu wechseln. Ich verwechsel immer, was LT ist. Ist LT der hintere oder vordere? So. Drücke X, um Knallfrösche auf das gesprungene Objekt zu werfen. Oh, was? Mach's nochmal! Nein, kann doch nicht das Samstag haben. Wer weiß jetzt? Folge dem Meerschweinchen! Armes Meerschweinchen, ich komm hier nicht durch! Wow, du hast die Kiste zerlegt wie nichts! Wahnsinn! Mach dein Ding mit der Kiste! Ich komm hier nicht hoch! Rauf auf das Ding! Ja, was rauf auf das Ding? Ziele mit L! Okay, ich muss zielen. Oh, das arme Meerschweinchen macht was mit. Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg.
Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Oh, das arme Meerschweinchen. Das stirbt an Vergasung. Nein. Nein. Ich will ihm doch nicht wehtun. Ja, brillante Rettungsdrive. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Werfen Knallschrosch auf das Teil. Nett. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst. Jetzt war ich wieder wach. Huch, hast du schon wieder gebannt? Oh, wer ist mein Plante? Super Craig. Kann man ein Selfie machen, Craig? Ach man, rechts, links, eher B. Ja, ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Ja, lass doch mal ein Selfie machen. Wuhu! Wuhu, neuer Follower, Craig. Super Craig. Super Craig und Stroud. Hey, bis später von der Arsch. Craig aus Stahl. Ja. Bereit für ein paar super Abenteuer, super Freund? Ich meine Stripe, nicht dich von der Arsch. Warte jetzt? Ah, warte, da war noch was. Nein, noch nicht. Ich komme gleich. Ich habe da noch was gesehen gerade. Hier hat gerade was geleuchtet. Warte, jetzt leuchtet es wieder. Toll, Schrott. Boah, ich dachte, ich habe was entdeckt. So, was willst du von mir? Neuer. Ja. Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Ja. Suchst du nach Craig? Nein, ich habe ihn schon gefunden. Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Naomi. Weißt du auch, wie lange ich wach bin? Ja, Goku, alles gut, war doch schon Spaß. Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Alles gut, Goku. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Was soll ich denn jetzt bringen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Machst du ein Selfie mit mir? Nee. Oh, hey, was spielt ihr denn heute Feines? Hey, die spielt auch schon Counter-Strike. Okay, 9 Minuten noch, dann wechseln wir rüber. Also, ich wollte eigentlich CSGO jetzt nicht streamen. Ich weiß nicht, ob der Insider das noch macht. Keine Ahnung. Ich muss hier so fett die Beleuchtung anhaben, das ist echt... Guck mal, die Schlitze sind hier alle durch, ne? Mach du mal, bin heute streamtechnisch raus. Ja, ich will auch nicht unbedingt heute. Oder ich mache ohne Facecam heute. Ich will mir das mit der Beleuchtung gleich nicht antun. Ich muss richtig sehen bei Counter-Strike. Lecker, Badewannenwasser mit Haaren. Komm, ein Klo machen wir noch. Und du kannst trotzdem schon mal langsam am PC gleich gehen, ne? Los geht's. Das ist ein Level 2 Klo, das werde ich ja wohl hinkriegen, oder? Hab ich schon. Ich hab schon beide Sterne. Zack. Yes. Zählt das jetzt als Quest? Warte mal, ich guck mal, ob das zählt. Oh, wie süß ist das denn? Craig mit seinem Meerschweinchen. Ja, Quatsch, wieso gehe ich auf Crafting? Charakterbogen, war das hier? Jetzt haben wir 25 unterschiedliche Artefakte. Warte mal. Haben wir das Klo-Ding jetzt abgeschlossen? Klo-Meister, Klo-Nutzer? Ja, das muss das gewesen sein. Kriegen wir denn noch ein anderes? Jetzt müssen wir 12 unterschiedliche Klos meistern, okay? Space Drake. Waren wir jetzt hier schon überall drin? Ich habe gar nicht richtig aufgepasst. Ja, hier war ich ja. Space Track, genau, Space Track, da waren wir. Okay, der will ja, der hat noch einen Quest für mich. Wahrscheinlich will der danach ein Follower mit mir sein. So.
Jetzt sollen wir noch... Jetzt muss ich noch zu wem? Zu Keil, ne? Hier hin. Kann ich irgendwie schnell reisen? Missionsziel anzeigen. Mission im Infobereich ansehen. Spieler finden. Wenn hier noch Essen liegt, packt das bitte weg, ne? Wir walken jetzt nochmal zum Keil rüber und danach mache ich hier einen Cut. Stopp! Neuer Stopp! Stopp! Die roten Legos? Ja, sehe ich, das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Captain Chaos! Professor Chaos. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Kann ich das irgendwie beseitigen? Ihr kennt mich ja mit meinen 1000 Spielständen. Okay. Ich brenne. Und hallo, Stanna. Jetzt schau dir das an, Mann. Schnell an den Sechslässern vorbei. Den hier hab ich von Ascher, ihr Schlampen. Wir spielen gleich wieder CSGO. Ihr Tampons könnt... Also erste Runde sind wir auf jeden Fall voll, aber ich weiß nicht, wie es danach mit den Runden aussieht. Wenn dann Platz frei wird und du Bock hast, kannst du auf jeden Fall wieder gerne mitmachen. So, wie weit ist das denn noch? Wie viele Häuser? Ich bin bei Butters Haus. Eins, also ein mintgrünes Haus, sagen wir mal so. Das ist es nicht, das ist Cartmans Haus. Ach, hier war ich auch noch nicht. Bin so etwas, das ist voll gemacht. Hier waren wir auch noch nicht. Hier gehe ich auch noch mal rein. Stan, schaff deine Picherfreunde hier raus! Sofort! Okay, die spielen schon alle. Ich muss, glaube ich, rüber. Rüber wechseln. Hi, Picher! Bye, Picher! Machen wir ein Selfie. Vergiss es, Scheichhaufen! Dafür hast du viel zu wenig Follower! Mein Hashtag ist schließlich eine Marke! Machst du mit mir ein Selfie? Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis! Was für Gummis? Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis! Ohne Gummis macht er scheinbar kein Selfie mit mir. So. 4 Minuten vor, ich switch mal rüber langsam. Ich bin erst mal froh, dass mein PC wieder läuft. Seit gestern nur Treiberprobleme gab. Oh, das ist nicht gut. Was ist denn immer dieses Soundpound, das du da anmachst? Ist das ein Spiel? So, Leute, ich speichere mal hier. Und hier machen wir dann einen Cut. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal, ich will nichts beschwören. Aber wenn ich nicht total verkacke, bin ich am Montag durch mit Song of Horror und werde dann danach South Park weiterspielen. Dann werde ich, wenn South Park durch ist, Episode 3 und Episode 4 von Song of Horror spielen. Das ist so der Plan. So, beenden. So. Soundpad ist ein Soundboard. Ja, macht Sinn, ne? Ich gehe aber mal ganz kurz. Ich werde einmal den Stream kurz beenden. Weil ich TeamSpeak gleich wieder öffnen werde. Bevor mein ganzer PC wieder abschmiert. Ich bin in 2 Sekunden wieder online, Leute. Wenn der hier synchronisiert hat. Ich muss mal kurz warten. Aber ich kann schon mal den Titel ändern. Moment. Ich weiß nicht, ob ich das komplett mit Facecam durchstream. Machen wir so. Late Night Stream. Late Night Stream. CSGO. Und das war Global Offensive. Fertig. So. Wenn nachher ein Platz habe, würde ich auch mal wieder streamen. Oh, das wäre nice. Das wäre cool. Müssen wir auch mal bei dir. Stana streamt auch so Counter-Strike. Wenn er da mal Bock hat, guckt mal bei ihm rein. Habe ich jetzt alles gemacht hier? Es ist abgeschlossen. Gut. Ich bin ganz kurz offline. Ich bin aber in... Warte mal, wir gehen mal kurz in meinen großen Bildschirm. So. Ich bin ganz kurz offline. Maximal 1 Minute, wenn nicht sogar noch kürzer. Ich bin wirklich sofort wieder da mit Counter-Strike Global Offensive. Bis gleich, Leute.